Nächster Mann am Start ist Hans Schweiger mit Rowdy. Hat zu Beginn der Saison viele, viele Probleme gehabt mit seiner Maschine und hat noch einmal in der Saison Hand anlegen müssen, sozusagen die Maschine rund erneuern müssen und hat Probleme in diesem Jahr anzuknüpfen an die Ergebnisse, die er vor Jahresfrist erzielt hatte. Hier hat er Probleme gehabt mit der Kupplung und Rowdy kommt zu einem weiteren, nach Schweigers hohen Maßstäben, doch recht enttäuschenden Resultat. 88 Meter, 3 Zentimeter, das ist nicht ganz der Standard, an den Schweiger gewöhnt ist. Und noch ein John Deere, gesteuert vom 34-jährigen Henk Meilink aus Holten. Roughneck der Name dieses Gefährts. Auch er hat keine allzu gute Saison gehabt. Sechster in der holländischen Meisterschaft mit nur 6 Punkten. Hat Probleme hier, eine gerade Linie einzuhalten und der schwarze Rauch bedeutet nichts Gutes. Becker Hadlevi kommt ganz schön ins Schwitzen. Becker Hadlevi mit Caesar liegt er noch gut im Rennen. Bestätigt hier die exzellente Form, in der er sich derzeit befindet und in die er seine Maschinen gebracht hat. Sein zweiter Teilnehmer am Stechen, Pekka Hadlevi, kann sich eigentlich keine bessere Voraussetzung, keine bessere Einstimmung wünschen auf die Europameisterschaften, die in diesem Jahr vor seiner Haustür stattfinden. Nils Damgaard aus Dänemark mit Blue Power, Europameister im Jahre 1994, Zweiter und Dritter im letzten Jahr. Ein Ford 7810 mit dem Chassis eines 8340 und 4 Turbomaschinen. Aber Blue Power heute eher kraftlos. Und der vierte Platz des Europacups, den er eigentlich bislang hier inne hatte, der scheint damit dahin zu sein. Denn Delta Power hat sich doch sehr viel besser platziert als er und hatte nur einen Rückstand von 4 Punkten aufzuholen. Erik Meyer gewann im letzten Jahr beide Europameistertitel im dänischen Hörby. Hat in diesem Jahr nur sehr sparsam am Europacup teilgenommen. Dritter in beiden Klassen der holländischen Meisterschaft. Dritter Full Pull des Wettkampfes. Und hat allen Grund, mit sich und seiner Leistung zufrieden zu sein. Sechs Teilnehmer noch an diesem Durchgang. Dies ist Bernie Hermelink mit Sappo, ebenfalls aus Holland. Siebter und letzter der holländischen Meisterschaft mit ganzen 2 Punkten. Nicht nur alphabetisch, ganz hinten Sappo oder Zappo. Ja, und da war nicht allzu viel drin in diesem Falle, bei diesem Wettkampf für Benny Hermelink. Frühzeitig ins Seitenaus und eine Disqualifikation ist die Folge. Und ist das Leonard Griffian mit Macau Bits and Pieces. Einer von 2 Top-Favoriten dieses Wettkampfs. Und Sie sehen, ganz geringfügige Korrekturen von Griffion sind nur erforderlich, um dieses Gefährt, dieses Geschoss auf Kurs zu halten. Riesenleistung, Full Pull, und damit haben wir 4
dieser Traktoren im Finale. Kommt gerade aus seinem Urlaub in den USA zurück, gut erholt und in Topform. Der Druck jetzt natürlich auf Peter Clark, den wir gleich noch sehen werden. Zunächst hier European Made mit Bram de Pieper aus Holland. Und das war es eigentlich auch schon. Die European Made heute nicht zum Tanz aufgelegt, könnte man da sagen. Das war's. 20 Zentimeter immerhin. Silver Bullets, Martin van Echtelt. Auch dies eine holländische Produktion. Fährt mit ökologischem Biodiesel-Treibstoff. Aber nicht schnell genug für einen Full Pull. Da ist das Gewicht zu früh, zu weit vorn. Die Linie war gerade. Ein bisschen mehr als 4 Meter letztlich haben Martin van Echtelt gefehlt zum Full Pull. Aber auch hier gilt, knapp daneben, ist auch daneben. Und jetzt Peter Clark mit Red Alert. Den Cup hat er letztes Mal 1993 gewonnen, bevor Willem Feldhuysen die Szene betrat, die letzten 2 Jahre abräumen konnte. In diesem Jahr ein ausgeglichenes Duell zwischen Feldhuysen und Clark. Hat sich dazu entschlossen, hier kurz vor dem Start ein bisschen Luft aus seinen Reifen herauszulassen, um die Reifen ein bisschen weicher zu machen, ihnen mehr Grip zu geben. Wollen wir abwarten, ob sich diese Strategie ausgezahlt hat. Oh, da hat er doch Schwierigkeiten, die Ziellinie in einer geraden Linie anzufahren. Und kommt vom Kurs ab mit dem Hinterrad, verlässt er die Piste. Was bedeuten würde Disqualifikation? Auch diese Einstellung gibt uns keinen hundertprozentig sicheren Aufschluss, aber die Schiedsrichter haben es gesehen und standen näher dabei. Und das bedeutet, Red Alert ist aus dem Titelkampf ausgeschieden. Und Bits and Pieces haben hier bereits zu diesem Zeitpunkt den Europacup gewonnen. Bittere Sekunden für Fahrer und Mechaniker. Aber so ist das nun einmal im Sport. Gerdus van den Bos und Pink Panther. Mehr ein französisch-grüner Panther, möchte man sagen. Die letzten Teilnehmer an diesem ersten Durchgang. Seit 15 Jahren ist Gerdus van den Bos dabei, aber wird bis in sein 16. Jahr warten müssen, ehe er wieder einmal ganz oben auf das Podium klettern kann. 4 Full Pulls haben wir gesehen und diese 4 werden sich jetzt im Stechen auseinander setzen. Makal 2 Sekunden schneller als das übrige Teilnehmerfeld und daher natürlich hier als Favorit am Start Pekka Haralavi. Nach all den Pleiten und Pannen dieser Saison für ihn sicherlich eine Art Rechtfertigung und irgendwo sicherlich auch ein Age-Gefühl für ihn, dass er heute hier so stark mitmischen und 2 Fahrzeuge im Stechen satteln kann. Makal Bits and Pieces, und jetzt werden wir sehen, was die 82,24 des Finnen wert waren. Feldhuysen fertigt den Traktor in entscheidenden Teilen selbst an, in seiner Werkstatt, im holländischen Loosdrecht. Normalerweise fährt er selbst den 4-4er, Leonard Griffian den 3-4er. Zweiter Full Pull hier. Und damit bestätigt Makal Bits and Pieces eigentlich die überragende Form, die beiden hier, Feldhuysen und Griffian, bereits bestätigt und angedeutet haben in der ersten Runde. Und nun
Pekkas zweiter Traktor im Rennen. Caesar, der bislang in diesem Jahr in jeder Runde noch Punkte hat sammeln können. Niemals allerdings besser war als Vierter. Heute könnte dieser Knoten zumindest geplatzt sein. Ganz knapp vor der 100er-Marke bleibt der Finne stehen. 3,15 Meter vor der 100er-Marke, um genau zu sein. Hurricane und Erik Meyer, letzter Teilnehmer im Stechen. Erik Meyer teilt sich die Fahrerpflichten mit Reddit Esselink, der in der schwereren Klasse fährt. Das sieht aus, als sei es der dritte Platz, 93,91. Sieht er damit, bleibt Zweiter, Hurricane wird Dritter. Marca Bits and Pieces, Sieger auf der ganzen Linie. Zwei Full Pulls. Marca Bits and Pieces kommt zu einem überlegenen Tages- und einem nicht ganz so überlegenen Saisonsieg. Willem Feldhäusen gewinnt den Europacup 1996. Und wir machen weiter vom Tractor Pulling. In ein paar Augenblicken bleiben Sie dran. Kommen wir damit, liebe Zuschauer, zu den Leichtgewichten der Tractor Pullers. Kommen wir zu den 0,9 Tonnen Mini Pullers. Das deutsche Kontingent hier am Start, immerhin 4 deutsche Fahrzeuge, die übrigen kommen aus Holland. Simply Irresistible hat hier den Europacup bereits gewonnen. Der Kampf hier geht weiter um den zweiten Platz zwischen Lambada 4 und Landi. Nur 5 Punkte trennen diese beiden. No Mercy hat in diesem Jahr das Programm, das in dem Namen enthalten ist, nicht so ganz wahr machen können. Hatte vor Beginn der Saison zu den Top-Favoriten gehört, aber Karl Sophos Engen musste schon bei den ersten beiden Runden der Saison aussetzen. Und Simply Irresistible, das Feld mehr oder weniger sich allein überlassen. Und Simply Irresistible, ganz anders als No Mercy, war in dieser Saison durchaus in der Lage, seinem Namen alle Ehre anzutun. Helmut Schwarz hier am Start mit 99,71. Eugen und Helmut Schwarz mit Ghostbuster nur ganz, ganz knapp am Full Pull vorbei. Das ist natürlich bitter. Das tut weh. Marco van Roy, der zweite Mann am Start mit Wild Thing. Und auch das reicht nicht ganz zu einem Full Pull, etwa 91 Meter und 15, das genaue Resultat. Wenn Landy heute hier diesen Wettkampf gewinnt, dann gibt es keine Spekulationen mehr darüber, wer am Ende mit der Silbermedaille ausgezeichnet wird der Saison. Lambada 4 ist derzeit nicht in der Lage zu starten. Lambada 4 ist in der Werkstatt, aber das wird nicht reichen. Landi gräbt sich ein nach 95 Metern. Und das ist eine kleine Enttäuschung. Sicherlich nicht einmal das Stechen, sollte es denn zu einem kommen, hat man hier erreicht. Umso enttäuschender für Fahrer und Mechaniker von diesem Fahrzeug, weil man auch noch Punkte in der holländischen Meisterschaft braucht, wo man derzeit ebenfalls ein bisschen enttäuscht nur auf dem dritten Platz liegt. Henry van Alten mit Garçons Problem Child. Ein dritter Platz in dieser Saison für ihn und sein Gefährt das beste Resultat. Zwei Rolls-Royce Gnome-Maschinen powern dieses Fahrzeug nach vorn. Nach vorn bzw. zur Seite, denn das Problem Child hat hier in der Tat Probleme, den rechten Pfad einzuhalten. Oh,
zwei 16-Jährige heute mit von der Partie. Gerard van der Laan ist einer dieser beiden. Ein Chevy 540 Motor mit einem Bauers 1071 für zusätzliche Kraft. Aber auch hier scheint die Sicherheitsvorrichtung eingegriffen zu haben. Denn ganz plötzlich war auf einmal die Reise zu Ende. 89,5 und 70 das Resultat. Ja, das ist. René de Bruyne und Gompi. Da der eigene Fanclub sitzt ebenfalls bereit, gegebenenfalls in Jubel auszubrechen. Ein Rolls-Royce Meteor V12. Der Motor dieses Gefährts, fünfter derzeit Gompi in den holländischen Meisterschaften. Ein gutes Jahr für diese beiden, aber kein Full Pole, 91,25 die Distanz. Neun Teilnehmer noch im 15er-Feld stehen am Start. Lambada 2 mit Wim Dingerink. Wim Dingerink ebenfalls 16 Jahre jung, drei Dingerings insgesamt. Macher.